Es ist wieder soweit. Neo-Nostalgie und ein Spiel von Merso X. Vom Balasera Brothers war ich begeistert. Ein Run-and-Gun mit frischem Setting und super Spielbarkeit. Passend perfekt für den Oktober bietet sich sein neues Spiel Bloody Paws Unleashed an. Bloody Paws Unleashed ist ein Remake von einem Spiel für das ZX Spectrum und MSX, also schon ein bisschen her. Aber zu diesen zwei Plattformen hatte ich noch nie Bezug. Die Story ist schnell erklärt. Der wolfige Mann kommt nach Hause, findet eine kaputte Parfümflasche am Boden, die er zum Hochzeitstag gekauft hatte. Die Frau wurde entführt und jetzt heißt es, die Fährte aufnehmen. Zur Auswahl stehen sogar deutsche Texte. Bloody Paws ist ein Sidescroller-Brawler. Der Wolfsmann steuert sich unfassbar gut und man wird schnell eins mit der Steuerung. Typisch Merso X eben. Die Combo-Attacke hat auch einen richtig guten Sound, sodass das Verkloppen auch nach 30 Minuten noch Spaß macht. Auch das Hochnehmen von Gegnern und auf andere Gegner werfen ist richtig befriedigend, wenn man damit 4 auf einmal wegräumt. Da ich das Original nie gespielt habe, weiß ich nicht, ob das Gegnerdesign von damals ist oder neu ist. Auf jeden Fall richtig funny. Unsichtbare Männer in Anzügen, seilspringende Mumien, skatende Trolle und in so einem Setting dürfen Zombies natürlich nicht fehlen. Man kann auch gefühlt das ganze Level zerlegen. Straßenlampen umwerfen, was auch dem Gegner schadet, Parkbänke rumwerfen, bringt richtig Dynamik in das Gameplay. Da man mit der Zeit zum Beispiel die Straßenlaternen richtig strategisch einsetzt, um so viele Gegner wie möglich zu beseitigen. Sammelt ihr Token, auf denen die Wolfs Frau ist, könnt ihr euch aufwerten. Höher springen, bessere Attacken und sogar ein Sonic Boom ist dann sichtbar durch eine andersfarbige Hose. Zwischendurch gibt es kleine Level, in denen ihr Gegnerwellen überstehen müsst. Es gibt auch ein Bonusspiel, in dem ihr bei so einem Liebesautomaten wie am Karneval einfach Stopp drückt. Dabei können Leben rausspringen, die sehr wichtig werden. Da das Spiel im Laufe schon stark ansteigt im Schwierigkeitsgrad. Mehr Gegner von beiden Seiten, fliegende Gegner, springende Gegner, das fordert später schon gutes Timing mit Ausweichen und Schlagen. Die Grafik ist detailliert und wirklich schön zum Angucken, aber das kann Merso X ja auch richtig gut immer. Das sind eben Spiele, die ich liebe, die sich modern spielen, aber trotzdem optisch an früher erinnern. Auch die Musik trägt richtig gut zur Atmosphäre bei und man hat konstant das Verlangen, noch mehr Gegner zu plätten. Die Bossgegner haben schöne Sprites und für mich spaßige Muster. Man muss jetzt nicht ewig oft versuchen und sich viel merken. Die Angriffsmuster hat man schnell drin und so bleibt das schnelle Pacing aus den Level erhalten. Allein Frankensteins Monster auf Rollerskates ist es schon wert. Obwohl das Spiel ein Zeitlimit hat, kam ich nie wirklich in Bedrängnis, dass es vorbei wäre. Knapp wurde es hier und da schon mal, aber Sorgen muss man sich jetzt nicht machen. Vor allem, da man jetzt in der finalen Version die Zeit hier und da wieder aufstocken kann. Aber in so einer Art Spiel will man ja auch nicht großartig stehen bleiben. Außer im Schloss gab es eine Stelle, da wurde es höchste Eisenbahn, dass ich weiterkomme, da ich bei diesem Platforming-Abteil immer runtergefallen bin. Das Spiel kam Freitag aus dem Early Access, in der finalen Version hat sich noch einiges getan und Merso X hat noch gut Arbeit reingesteckt. Neue Level, Bosskämpfe, hier und da neue Effekte und was ganz cool ist, ein Doppelsprung bei dem Power-Up. Doppelsprünge machen mich immer glücklich. Man hat einfach viel mehr Freiheit und Steuerung über den Charakter. Auch gibt es jetzt für die Spezialattacke eine extra Anzeige, die ihr aufsammeln könnt und dann verwenden könnt, wann ihr wollt. Da dreht sich der Wolf im Kreis und schmettert mit Schlägen um sich. Das Spiel fühlt sich jetzt definitiv runder an als noch im Early Access, wobei es da auch schon sehr spielbar war. Für unter 10 Euro ein absolut toller Brawler mit für mich großen Wiederspielwert. Nur wenige Entwickler schaffen es, dass ich wirklich jedes Spiel von ihnen mag. Da sind eigentlich nur ein paar Indie-Entwickler, Yacht Club Games, Super Gyro Games und eben Merso X. Bitte hör nicht auf, Spiele zu machen. Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Projekt Buccaneers Ship Shape.